Sie liegt nur wenige Minuten vom zentralen Hauptplatz in Graz entfernt und stellt einen wichtigen Bestandteil aller Sehenswürdigkeiten in Graz dar. Die Schlossbergbahn. Touristenattraktion war sie immer schon, war eben auch so geplant. Bis 1893 wurde sie gebaut, mit 1894 in Betrieb genommen. Damals als dampfbetriebene Standseilbahn. Und wurde 97 dann umgebaut, also 1897 umgebaut auf elektrischen Antrieb. Die zweite Generation kam dann 1961 und dann die Generation, wie wir sie heute sehen, ist 2004 umgebaut worden. Seit 1894 transportiert die Schlossbergbahn ihre Fahrgäste mit einer Geschwindigkeit von 1,5 Metern pro Sekunde auf den Schlossberg und überwindet dabei einen Höhenunterschied von 108 Metern. Während dieser dreiminütigen Fahrt hat man einen fantastischen Ausblick auf die Stadt Graz. Die Standseilbahn fährt regelmäßig im 15-Minuten-Takt und kann dabei ein maximales Gewicht von 13 Tonnen befördern. Letztes Jahr haben wir insgesamt 500.000 Personen befördert. Das in 11 Monaten, weil einen Monat haben wir geschlossen, einmal im Jahr, weil wir dort die Hauptrevision eben haben. Also im Durchschnitt im Tag führen wir so um die 1500 Fahrgäste. Bereits 1528 war von einem Eselstrieb die Rede, welcher Ziegel und Steine auf den Schlossberg hinauf beförderte. Den Namen verdankte den Eseln und Ziegen, die den Seilzug in Bewegung brachten. 300 Jahre später, im August 1893, leitete Ludwig Philipp Schmidt das Projekt für die erste Schlossbergbahn. Ein Jahr später waren die Bauarbeiten abgeschlossen. Die Bahn ging jedoch erst im November in Betrieb. 1893 wurde ja deswegen die Schlossbergbahn gebaut, damit die Grazer so eine leichtere Aufstiegshilfe eben auf dem Berg haben. Eben auch die Mauern bzw. auch die Restauration etwas leichter besuchen können. Bis 1900 wurde die Bahn durch eine Dampfmaschine angetrieben. Danach wurde auf einen Elektroantrieb umgestellt. Der erste Umbau der Schlossbergbahn folgte 1961. Dabei wurde sie erneuert und ein Ausweichgleis für einen zweiten Wagen wurde gebaut. Was ich für einen normalen Betrieb jetzt für einen Tag brauche, sind Wagenbegleiter, die eben mit den Wagen fahren, damit die Fahrgäste sicher heraufkommen. Die kassieren natürlich in den Zeiten, wo der Wagen steht, auch. Also die sind auch Stationsbedienstete. Und Maschinisten auch noch, die mir eben dann die Überwachung machen während der Fahrt, beziehungsweise die tägliche, die wöchentliche und die monatliche Wartung, das Durchführen an den Maschinen, an den Wagen und auf der Strecke. Es wurde 2002, 2003 wurde ein Designwettbewerb gemacht und da war eben auch die FH Joanneum eben Industrial Design auch involviert und es wurde dann eben preisgekrönt, eben dann dieses Design eben von der FH Joanneum und wurde dann auch so als solches dann umgesetzt. Das aktuelle Design, welches von Studenten der FH Joanneum entwickelt wurde, ist seit 2004 in Verwendung. Dank der Panoramaglasdächer des neuen Modells bietet die Bahn eine 360-Grad-Aussicht auf die Stadt und den Berg.